Oh, hallo, herzlich willkommen zu Demon Souls. Oh, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin. Da war ja so eine Schnecke so auf dieser Planke. Da war ich dann unglücklich zugeschlagen, bin dann runtergefallen. Und ja, wir sind jetzt hier angekommen und hier hängt so eine eklige Traube von Schnecken. Ja, die hängt hier irgendwie halt am Abgrund noch mit ihrem Mund. So, genau, Feuer habe ich gerade nicht wirklich dabei. Ich müsste irgendwie so einen Nahkampf machen. Wenn überhaupt. Ah, kann ich auch von hier, okay. Zeit für Stechen. Zeit für Schlagen. Will ich einmal schlagen? Ist jetzt irgendwie nicht ganz so viel, ne? Ah, da stand doch Versuch's mit Feuer. Vielleicht machen wir einmal Feuer drauf. Was ist denn da? Nehmen wir doch mal das hier. Ah, okay, geht doch. Okay, sind die alle anscheinend unten? Oh, legendärer Held. Aber was hat uns das gebracht, dass sie jetzt unten sind? Ich glaube nicht viel, ne? Mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Ah, da ist so ein Item, ne? Kommen wir denn da denn am besten ran? Ah, okay, so. Unbekannter Held. So, was ist, würde ich da vielleicht drauf gehen? Ah, doch, da liegt jetzt ein Item. Oh. Natürlich von Stecken bewacht. Jetzt hier einfach runter, oder? Okay, hätte man auch ein bisschen eleganter machen können. Das sieht aus wie das Mondlichtschwert. Da hatte ich, glaube ich, schon mal in diese Traube reingekämpft, aber da kamen dann wieder neue nach. Aber wahrscheinlich waren das die, die von oben gekommen sind, ne? Deswegen kam ich hier nicht neue. Hat man noch ein normales Feuer oder nur noch starkes? Habe ich das gerade übersehen? Ja, nur noch das starke, ne? Ich komme, ich glaube, das schaffen wir auch so. Okay, los geht's. Ach, wir müssen ja rennen, ne? Ich wollte jetzt nicht schon wieder sterben. Das Versuch ist einfach ein bisschen anstrengend. Ah, ich will immer wieder rollen. Das geht nicht. Dann steht man so auf der Stelle fest. Okay, ich warte, bis die einfach herkommen. So, gibt's gerade noch ein bisschen Seelen. So, was haben wir denn da? Saugsteinklumpen. Genau, ein paar leben ja noch. Aber die kommen anscheinend nicht mehr unendlich nach. Da ist noch einer. So, dann haben wir uns einmal. Und dann haben wir das Mondlichtschwert. Sehr schön. So. Das sieht doch gut aus. Wenn er endlich mal aufhört zu kämpfen. Okay. Mach mal kurz mein Bild weg. So. Ich mach's mal besser. Mein Item ist noch durchgeschaltet. Okay, dann sammeln wir das mal auf.
Mondlicht-Gru-Schwert. Das ist halt so ein Schwert, das in allen Dark Souls-Teilen immer relativ beliebt war und auch sehr bekannt ist. Muss einmal ausprobieren. Na, okay, ich kann es nicht verwenden, weil ich 24 Wunder brauche. Aber skaliert auch sehr gut auf Wunder. Ist auf Stufe S. Ich löse es trotzdem einmal auf. Es leuchtet auch sehr schön. Okay, jetzt mal zweihändig. Die Frage, wenn ich es richtig führen kann, kommt da noch sowas wie so eine Art Geschoss oder so? Weil bei Dark Souls war es immer so, dass dann halt immer so ein Strahl kam, der so ein bisschen quer ging. Aber gerade nichts passiert, aber es leuchtet ganz schön und war ja immer so ein Effekt beim Schlagen dabei. Das ist ja das, was ich meine. Okay, dann gehen wir mal hier wieder weiter. Müssen uns wahrscheinlich erstmal wieder freikämpfen. Waren denn nochmal die ganzen? Ich glaube, die kamen erst nach der Händlerin. Ne? Vielleicht könnte ich aber ja bei der Händlerin mal wieder was kaufen. So. Ihr wollt nichts, ihr Elender. Ja, ich will ja was kaufen, aber diese Geräusche finde ich immer komisch, wenn die sich so nah anhören. So, Erhaltungssaat. Was hat sich davon jetzt gekauft? Sagt, ich finde es immer schade, dass es nicht steht, dass steht, wie viel man von etwas schon hat oder so. Oder bin ich einfach nur blind? Ah, da gelagert in der Hand. Okay, den Helm habe ich anscheinend noch nicht. Kauf nicht möglich, weil Gegenstandslast, okay. Dann schicken wir noch mal ein paar Scherben, glaube ich, nach Hause. Da hatte ich ein paar wieder eingesammelt. Ja. So, jetzt aber. Okay, also den Helm. Und die Beine. Okay, ich schicke mal den Helm nach Hause. Den Helm. Und dann die Beine. Jetzt noch reicht 10.000, die haben wir noch. Okay, was können wir noch kaufen? Schwarzes Terpentin oder noch Königslotus? Oh, komm, ich kaufe mal davon noch 3 Stück. Das war's. Gerade hier jede Menge Seen ausgegeben. Grafzahn. Ich mach erstmal den hier. Bisschen komisch mit dem Schlag gerade. Ich bin hier reingekommen. Und wie komme ich da eigentlich rein? Muss ich ja wahrscheinlich einmal rum. Na? Na, der Gifttyp ist auch richtig ätzend. Der kann richtig gut verseuchen. Kleiner Ruckler, den wollte ich kurz abwarten. Hey, da komme ich noch nicht hoch.
schnell muss ich erstmal hier gerade auslaufen, ne? Da ist ja einer. Die sieht man hier so schlecht, ne? Was steht denn hier? Willkommen im Versteck. Rüber, wo dieser Typ ist. Ja. Anscheinend so. Hier geht's auch noch runter. Komm ich hier nicht hoch? Doch. Aua! Okay, ich heile mich lieber mal, ich habe ja nicht so viele Lebenspunkte. Steinscherbe. Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Oder muss ich erst wieder rumlaufen? Ich glaube schon, ne? Dann watsche ich hier nochmal durch den Schlamm. Gerne noch zu diesen Typen gehen. Ah, hier hat sich einer losgelöst vom Team. Und anscheinend auch. Oh, dieser Angriff. Grünes Mondgras. Wer hätte da gerne noch den Loot haben? Stellen wir einfach mal so aus, bevor der seine Giftbrücke macht. Da ist noch einer. Ich loote erstmal den Gifttypen. Altes Gewürz. Ach, das Level ist echt nicht ohne, vor allem, dass man nicht wirklich im Sumpf rollen kann. Das ist auch dann halt manches schon einiges schwieriger. Ah. So hätte ich reinkommen können, okay. Krass, Chili. Was steht denn hier eigentlich? Versuch es mit Rollen. Ja, das hat tatsächlich funktioniert. So, ich sollte es glaube ich erstmal relativ clear hier sein. Aber wie komme ich da oben hin? Da kann ich hier hochklettern. Nee, da rollt er nur. Der rollt er nur. Ich will doch auch nach oben. Und wo hänge ich denn gerade fest? Kann ich mich gerade nicht bewegen? Was sind das? Ich komme gerade echt nicht weg. Mal rausgehen, neu laden. Okay, ich gehe nochmal kurz raus und wieder rein. Ist gerade ein bisschen komisch. Ich hänge immer noch fest, ne? Das Ding geschafft. Ist das irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mich befreien kann?
will mich halt nicht wegporten oder so. Müsste ich ja wieder alles machen bis hierher. Ach, verstehe auch nicht das Problem. Klemm ich hier unter den Balken hier fest? Könnte mich einer von denen mal angreifen? Es ist echt ärgerlich, wenn ich jetzt deswegen nicht hier wegkomme. Was kann ich denn sonst noch machen? Mach mal das hier wieder rein. Ja, vielleicht würde es ja helfen, wenn mich einer dieser Dinger angreift, aber die sind da gerade alle tot. Ich will hier einfach nur raus. Oh, das ist doch echt nervig. Da muss ich ja doch mich irgendwie hier befreien. Und das kann ich mich denn wegporten? Hab das ja noch nie gemacht, ne? Ja, Kristall, Kalksteinscherbe, ne? Das ist halt echt ärgerlich. Ich mache einmal Schwarzaugenstein auf Spaß. Das kann ich zumindest machen. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich würde sonst mal kurz abwarten, ob ich beschworen werde oder nicht. Vielleicht hilft das ja irgendwie, dass ich freikomme. Okay, ich warte kurz. Falls sich nichts tut, dann schalte ich wieder ein. Dann bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Oh, hier war ja dieses Zelt mit der Nachricht, wo wir festgesteckt haben. Ich habe mich dann doch dazu entschieden, zum Nexus zurückzugehen und musste mich natürlich wieder hier komplett durchkämpfen, was ziemlich lästig ist. Habe ich auch nicht verstanden, warum ich da nicht mehr rausgekommen bin. Hier geht es anscheinend irgendwie wieder nach oben. Viel Spaß mit Deponie. Ja, so sieht das irgendwie auch aus. Eine große Müllheide. Ah, das ist ja so ein Gefühl. Oh, schnell raus da. Frage ich, wie lange das andauert, den der Giftwolke. Oh, ich hatte. Was denn das? Da bin ich gekommen, ne? Da noch ein Loot gesehen da unten. Schnell ist denn der einen hinterher gekommen. Hat Steinscherbe. Ist noch ein Loot. Gehen wir gleich einmal runter. Oh, das war doof. Jetzt will ich einmal hier runter gehen. Oh, hier liegt ja einiges rum.
Natürlich wird man auch vergiftet, ne? Dunkelmondgras. Und Dunkelmondgras. Hier war ja irgendwo gleich wieder so ein Aufgang da, ne? Nicht? Ich mach mal die etwas schwächeren Gräser rein. So. Sollte eigentlich reichen zum Heilen. Jetzt müssen wir bloß irgendwie noch da nach oben kommen. Gucken wir mal, ob da noch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Dann sieht das ja nicht so aus, ne? Aber ich will jetzt auch nicht jede Ecke krabbeln, nicht, dass ich jetzt wieder irgendwo feststecke. So ein gerade, das hat mir ja schon gereicht. Und hier will man auch nichts sehen. Abkürzung voraus. Da können wir dann hier endlich so eine Art Brücke runterlassen, die man vorhin gesehen hat. Erstmal was, ob hier wirklich eine Abkürzung ist oder so. Nee, nicht wieder in so ein Versteck reingehen. Wie das sich in Abkürzung voraus. Ah, hier so, ne? Ah. Gut, gut, gut. Was steht denn hier? Ich Spaß mit Abkürzung. Da liegt nochmal ein Loot. Ich habe immer noch was von diesen Viechern. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, muss ich erst wieder den ganzen Weg gehen, bis ich wieder hier hochkomme. Kommt das manchmal da, wo ein bisschen mehr Platz ist. Oh, allein bringt der Fliege gar nichts. Tut mir nicht wirklich weh. Oder doch, habe ich irgendeinen Effekt nicht verstanden? Zumindest sieht der Schaden sehr gering aus, die Fliege anrichtet. Zeit für Zielen. Wegen der Käfer hier das. Was haben wir denn hier? Unbekannter Held. Viel Spaß mit Abkürzung. Muss ich Gegner weiter vorne? Ich will hier wirklich nicht mehr runterfallen, ne? Ist auch mega eng. Da steht immer ein paar. Warum? Oh, wahrscheinlich runtergefallen, ne? Oder am Ende der Heilgräser. Okay, der war schnell tot. Bist tapfer. Opa. Geruckel. Oh, Echse. Voll spät gemerkt, aber ich glaube, die Echse hat es auch gar nicht gemerkt. Eines legendären Kriegers. Durch der gestorben? Hä? Durch Gift, oder? Bedienen. Ich, wenn wir sterben, können wir jetzt einfach hier rüber gehen. Dann sind wir auch da. So, okay, dann gehen wir mal zurück. Irgendwo lag ja nochmal Loot.
Wenn ich die Abkürzung freigeschaltet, dann müssen wir nicht mehr diesen weiten Weg gehen. Irgendwo lag doch hier noch was. War denn das? Da kommt das noch. Ah, hier unten war das. Gehe ich einmal runter. Ah, das ist wieder so ein Gifttypel. Ausrüstung. Was ist eine Ausrüstung? Okay, der ist zu weit weg zum Anvisieren, aber man geht ja denn immer rückwärts. Ja, das war doch ein Treffer. Da komme ich ja wieder nach oben. Was mit Ausrüstung? Ich will da jetzt nicht reingehen, aber wir haben ja. Okay, passiert nichts. Wir haben ja auch zum Glück den Shortcut freigeschaltet. Kommen wir ja eigentlich jederzeit zurück. Oder ist hier drunter irgendwas? Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Wahrscheinlich sind wir jetzt noch vergiftet, bevor wir hochkommen. Ach nee. Bin noch gut durchgekommen. Was ist hier? Ah, Blutlache, okay. Okay, Shortcut ist unserer. Dann können wir ja weitermachen hier. Aber hier oben. Irgendwie auch noch hören, ne? Weiß man echt wieder nicht, wo man lang soll. Ich gucke erst mal eine Etage hier tiefer. Wollen wir hier hochgehen? Irgendjemand kommt doch hier rum. Das war's anscheinend du. Oh, du auch. So, was hast du denn? Unbekannter Hit. Okay, also wir können noch höher gehen, wir können aber auch da lang gehen. Abkürzung voraus. Noch eine oder ist die gemeint, wo ich gerade hergekommen bin? Soll ich nicht gehen? Das ist der Finger. Hier geht es wahrscheinlich zum Boss oder so, ne? Feuer. Einmal Finger, einmal Feuer. Vielleicht der Feuerfinger. Oh Gott. Noch einer. Sind ja echt penetrant, diese Leute. Da falle ich noch runter. Okay, wenn da ein Boss ist, dann würde ich dann doch erstmal da nach oben laufen. Zumindest an den Hebel, und ich gehe mal davon aus, dass da ein Boss ist. Irgendein Held. Ja, noch mehr Loot hier. Hier Loot, dort Loot. Schrotel? Scheint noch irgendwo einer zu leben, von denen. Ich höre hier noch einen so rumkeuchen. Okay, dann gehen wir jetzt mal da nach oben. Und dann können wir mal gucken, was hinter der Nebelwand ist. Anders mit nach oben dort, ne? Ja, habe ich mal Angst, wenn ich irgendwo reingehe, wo es ein bisschen enger ist, dass ich jetzt irgendwo wieder festsitze. Die Angst ist groß und die Angst ist allgegenwärtig.
Den habe ich gesehen. Hier hinter der Tür. Steinscherbe. Hier ist noch irgendwie was. Was haben wir denn hier? Matschsteinklumpen. Wofür immer ich die brauche, da habe ich bisher noch gar nicht irgendwie gebrauchen können. Ich hatte ja jetzt auch irgendwie schon auch so Saugsteinscherben. Wofür auch immer das ist. Vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, für welche Waffen diese Matschsteinscherben sind oder diese Saugsteinscherben. Okay, dann ist doch nächstes hier die Nebelwand, ne? Das Gute ist, wir haben die Abkürzung, dann, falls wir drauf gehen sollten, haben wir es ja gar nicht so weit bis zum Boss. Natürlich müssten wir wahrscheinlich einen Großteil dieser Viecher wieder ausschalten, ne? Okay, dann mache ich da erstmal einen Cut an der Stelle. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Vergiss nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke. Und mach's gut. Ciao.